Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darf ich fragen, bist du gerettet? Wenn nicht, warum nicht? Spürst du nicht, wie er heute seine Hand nach dir ausstreckt und sagt, ich habe dich so lieb, öffne doch endlich dein Herz, schlag doch endlich ein. Dann möchte ich jetzt beginnen mit den Erklärungen. Wir sehen hier diese Skizze. Wir sehen ein Dreieck. Das ist ein Symbol für den Gott der Bibel, wie die Bibel uns den lebendigen Gott offenbart. Es ist ein Gott und doch drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Dann haben wir gehört, dass vom Sündenfall her jeder Mensch getrennt von Gott lebt. Seit Adam, seit dem Sündenfall, ist der Mensch von Geburt an getrennt in diese Welt hineingeboren worden. Wir haben keine Verbindung mehr mit Gott. Und wir haben gehört, auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite sind wir Menschen. Und momentan sind es etwas über 7 Milliarden Menschen. Und jeder Mensch entfernt sich immer weiter von Gott weg, eigentlich durch jede neue Übertretung seiner Gebote, entfernt er sich immer weiter weg von Gott. Da gibt es natürlich unterschiedliche Leute. Das ist jetzt ein Mensch, der hat so große Sünden, dass ganz Dübendorf oder die ganze Stadt Bescheid weiß. Dann gibt es Menschen, die haben vermeintlich so Kleinigkeiten, kleine Sünden. Neid, Hass, Stolz, Lügen, Stehlen. Sieht man von außen nicht so gut. Aber Gott sieht es. Dann gibt es moralisch sehr gute Leute, die gibt es, auch heute, in unserer Gesellschaft. So jemand würde jetzt zum Beispiel nie fluchen. Vorbilder in unserer heutigen Zeit. Aber auch sie sündigen. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn der Mensch so weiterlebt, eines Tages wird er sterben. Und dann geht er mit all seiner Schuld in die Ewigkeit eigentlich nur über diese Linie. Und dort kommt er ins Gericht. Es ist gegeben, dem Menschen zu sterben einmal, danach aber das Gericht, steht in der Bibel. Dort werden Bücher aufgetan und da steht alles drin, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben. Und wir werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben ist. Da findet keine Verhandlung statt. Jesus Christus wird das Urteil sprechen und dieser Mensch geht an einen furchtbaren Ort. Ewige Verdammnis, Hölle, äußerste Finsternis. Ich kann das mit meinen Worten eigentlich nicht beschreiben. Das wird so schlimm sein und es wird ohne Ende sein. Doch Gott will das nicht. Darum kam Jesus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass keiner verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr, zur Bekehrung kommen. Jesus kam vor 2000 Jahren in diese Welt und er ging für die Sünden aller Menschen stellvertretend an dieses Kreuz. Und Jesus hing an diesem Kreuz und er nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Er wurde beladen mit unserer Schuld, er, der nie gesündigt hat. Und dann geschah Folgendes, weil Sünde trennt von Gott, musste sich sein Vater abwenden von seinem Sohn. Und da schrie er an diesem Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es war der Plan Gottes. Und Jesus starb. Am Kreuz, für unsere Schuld, für deine und meine Schuld. Und dieses Opfer
hat der himmlische Vater angenommen, bestätigt, als vollkommen gültig, indem er seinen Sohn am dritten Tag aus den Toten auferweckt hat und zum Retter der ganzen Welt bestimmt hat. Und jetzt sagt der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das kann dein Leben jetzt darstellen, diese Punkte. Auch in deinem Leben gibt es Sünde. Wenn wir jetzt die 10 Gebote mal durchgehen würden, dann muss eigentlich jeder einsehen, das habe ich nie alles gehalten. Wenn ich an einem Gebot schuldig geworden bin, steht in der Bibel, habe ich das ganze Gesetz gebrochen. Schuldig vor Gott. Aber wenn ich das einsehe, dann darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht zuerst verbessern. Das macht dann der Herr. Und so darf ich kommen, dieser schwarze Punkt, das kann heute dein Standpunkt sein. Du darfst so kommen, wie du bist. Die Bibel nennt das Bekehrung. Abkehr vom bisherigen Weg, Hinkehr zu Jesus Christus. Und bei einer Bekehrung geht es nicht um ein paar Sünden, die wir getan haben, um 50% oder 90% oder 99%. Nein, wenn ein Mensch so zu Jesus kommt, mit der Bitte um Vergebung, dann wird ihm 100% seiner Sünde augenblicklich vergeben und ausgelöscht. Dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hat. Das ist Gnade. Wir hätten keine Ungeschehen machen können. Sie sind gemacht worden. Aber weil Jesus bezahlt hat, es ist schon bezahlt, kann es einfach auslöschen. Das ist die eine Seite, die Vergebung. Dann das neue Leben in Jesus Christus, das empfange ich, wenn ich Jesus bewusst aufnehme. Johannes 1, Vers 12, allen aber, die Jesus Christus aufnehmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Das sieht so aus, in dem Moment, nachdem ich meine Sünde in Jesus Christus bekannt habe, um Vergebung gebeten habe. Und da möchte ich erwähnen, wir haben es im Zeugnis gehört, es gibt gewisse Sünden, die mich schwer belasten. Die mir so bewusst sind, dass ich sie jetzt namentlich nennen kann. Aber es geht bei der Bekehrung nicht darum, dass ich jede einzelne Sünde aufzählen muss. Dann wäre ich heute noch dran. Dann es steht, tut Buße, bekehrt euch, auf dass eure Sünden ausgelöscht werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Ich bete dann, Herr Jesus, bitte vergib mir alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Wir können uns unmöglich an alles erinnern, aber er weiß es und er wird alle vergeben. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, so steht es geschrieben, reinigt uns von aller Sünde. Manche beschreiben das, es ist wie eine Last von mir weggegangen. Und dann, nachdem ich um Vergebung gebeten habe, nehme ich Jesus im Glauben auf. Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben hinein, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Und wenn ich ihn bitte, in mein Leben zu kommen, um die Herrschaft, die Führung zu übernehmen, dann kommt Jesus Christus in mein Leben hinein. Ich gehe durch diese Türe durch, bin ein Kind Gottes geworden und das ist dann der Weg, der schmale Weg, der zum Leben, zum Himmel führt. Ein Mensch, der eine Bekehrung erlebt hat und eine Wiedergeburt erlebt hat, ist errettet. Errettung hat zwei Seiten. Und Errettung ist vollständig, wenn wir das erlebt haben. Und für die, die jetzt von zu Hause mit dabei sind und die, die jetzt im Saal hier sind, möchte ich jetzt heute so machen, dass ich jetzt gleich ein Gebet laut Vorsage, wie wenn ich mich jetzt entscheiden würde. Diese zwei Bereiche sind Inhalt dieses Gebets. Wir werden zu Jesus Christus beten. Warum? Er hat die Macht, Sünden zu vergeben. Wenn jetzt jemand zum Vater im Himmel betet, ich denke, der Vater freut sich, wenn du kommst.
Aber ich denke, er würde so sagen, schau, mein Sohn hat für dich bezahlt. Geh zu ihm. Er vergibt die Sünden. Und auch nachher, wenn ich mich dann entschieden habe, darf ich auch immer wieder den Namen des Herrn Jesus anrufen, ihm danken, ihm meine Anliegen bringen. Aber jetzt, wenn es um Errettung geht, wollen wir gemeinsam zu Jesus Christus beten. Und ich lade dich ein, von zu Hause oder auch hier im Saal, gleich mit mir zu beten. Ich werde einen Satz sagen und dann darfst du diesen Satz laut, dass du es selber auch hören kannst, auch so aussprechen. Jesus Christus ist hier und auch bei dir zu Hause, unsichtbar und doch gegenwärtig. Und er wird dein Gebet beantworten. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich das aufrichtig ihm sage. Und so möchte ich jetzt beginnen mit dieser Übergabe. So darfst du mit mir zusammen so beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin und verloren bin. Aber ich glaube, dass du, Herr Jesus Christus, für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir jetzt meine ganze Vergangenheit, meine Kindheit, meine Jugend, meine Worte und Taten und Gedanken. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir jetzt alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Herr Jesus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für Golgatha, dass du dort dein Leben und Blut für mich gegeben hast. Wasche mich jetzt mit deinem Blut. Ich bekehre mich jetzt zu dir. Und Herr Jesus Christus, die Bibel sagt, wer dich aufnimmt, wird ein Kind Gottes, wird gerettet, wird wiedergeboren. Darum lade ich dich jetzt ein. Komm du in mein Leben hinein. Ich öffne dir mein Herz und ich nehme dich jetzt im Glauben auf. Komm du in mein Herz hinein. Ich möchte für immer dir gehören. Und du sollst für immer mir gehören. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere du mich so, wie du mich haben willst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich heute angenommen hast. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, im Herzen bejaht hast, aufrichtig gebetet hast, dann ist jetzt Folgendes passiert. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, vom Wort her bedeutet das, wir sagen es, wie es ist, dann vergibt uns Jesus und reinigt uns von aller Sünde. Angenommen, ich hätte jetzt hier viele Kugelschreiber. Ich möchte das mal symbolisch nutzen. Das waren alle deine Sünden. Und jetzt hat die Bibel
gesagt, das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Jetzt nehme ich alle Schreiber weg aus dieser Hand und frage dich, wie viele Sünden hast du jetzt noch? Und wenn du jetzt sagst, keine, dann bist du genau richtig. Genau so steht es geschrieben. Das sagt die Bibel. Das ist Gnade, Geschenk. Und dafür können wir immer wieder neu danken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir haben Jesus bewusst aufgenommen und er ist in dein Leben gekommen, durch den Heiligen Geist. Ob du das jetzt spürst oder nicht, das ist nicht entscheidend. Manche spüren gar nichts. Manche können sagen, doch, es hat sich in diesem Augenblick etwas verändert in mir. Es geht darum, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, wer Jesus Christus aufnimmt, wird wiedergeboren. Er nimmt dadurch den Heiligen Geist auf und sein Name wird eingetragen im Buch des Lebens. Er ist ausgelöscht worden im Gerichtsbuch, eingetragen ins Buch des Lebens. Und jetzt ist es so, Jesus Christus sagt, wer mir dankt, der preiset mich und ich werde ihm das Heil Gottes zeigen. Darum geht es jetzt noch darum, dass wir Danke sagen. Wenn ich ein Geschenk bekomme, dann sage ich ja in den allermeisten Fällen, das ist ja das Normale, Danke, dann gehört's mir. Und so wollen wir jetzt zum ersten Mal dem Herrn Jesus, das ehrt ihn, das freut ihn, der ganze Himmel freut sich, wenn du dich jetzt entschieden hast, aber wir wollen dem Herrn Jesus jetzt Danke sagen. Und ich werde jetzt noch einmal ein kurzes Gebet, einfach ein Dankgebet sprechen. Normalerweise darfst du das auch ganz allein mit eigenen Worten formulieren. Das kann jetzt einfach auch noch für die, die mit dabei sind bei LiveSim, eine Hilfe sein. Und auch ihr dürft auch so jetzt in einem einfachen Gebet zum ersten Mal danken für die Errettung. Es ist vollbracht, es ist alles geschehen jetzt. Und jetzt wollen wir dafür danken. Wir danken für die Gotteskindschaft, wir danken nochmal für die Vergebung und ich werde auch noch danken, dass eben mein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist. So steht's geschrieben, das hat der Herr gesagt damals zu seinen Jüngern, als sie vom Missionseinsatz zurückkamen und berichtet haben, was alles passiert ist in seinem Namen, im Namen Jesu. Und dann hat er gesagt, freut euch nicht in allererster Linie darüber, dass euch die Geister untertan sind, freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Darum wollen wir jetzt nochmal die Hände falten und noch einmal beten miteinander. Du darfst auch so noch einmal zum Herrn beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast, weil es so in der Bibel steht. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind geworden bin, dass mein Name im Buch des Lebens eingetragen worden ist. Hab du Dank dafür. Amen. Vielleicht nimmst du dir anschließend selber noch Zeit, vielleicht gibt's noch andere Dinge, für die du danken möchtest. Aber das ist jetzt grundlegend, das, was wir so zum Ausdruck bringen dürfen vor ihm. Noch einmal, wir dürfen jeden Tag danken. Ich danke jeden Tag auch, dass ich ein Kind bin, dass ich errettet bin. Und am besten beginnen wir den Tag auch so mit einem Dankgebet. Jetzt werden wir den Livestream beenden. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Und das Beste ist auch, wenn du dich jetzt entschieden hast, melde dich doch hier beim Missionswerk. Teil uns das mit. Wir wollen auch weiterführende Literatur dir zukommen lassen. Oder wenn du Fragen hast, sind wir sehr daran interessiert, dass du von der Bibel her die gute, die richtige Antwort bekommst. Und versuch auch Kontakt zu bekommen mit anderen Christen in einer Gemeinde, wo du Gemeinschaft hast, wo du wachsen kannst im Glauben. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen. Auf Wiedersehen.